beten und demonstrieren. In weiten Teilen der muslimischen Welt heute das gleiche Bild. Nach dem Freitagsgebet geht der Führer über das islamkritische Video weiter. Wer unseren Propheten beleidigt, ist ein Verbrecher und muss gehängt werden, meint dieser Afghane. Es sind dieselben Töne heute von Kairo bis Kaschmir, von Istanbul bis Islamabad. In Tunis wird die US-Botschaft gestürmt, in Kairo gibt es vor der Botschaft erneut Straßenschlachten, zum Teil gewalttätige Proteste, heute auch im Libanon, der Türkei, im Jemen, im Irak, in Afghanistan, Pakistan und Indien. Und besonders heftig im Sudan. Die deutsche Botschaft in Khartoum heute Nachmittag in Flammen. Sondereinheiten der Polizei verhindern im letzten Moment das Schlimmste. Dass das umstrittene Video eigentlich aus den USA kommt, was soll's? Die Wut reicht für die ganze westliche Welt. Wenn Sie unsere Religion unter dem Deckmantel der Freiheit beleidigen, dann zur Hölle mit Freiheit und Demokratie. Dieses Video, es ist unerträglich, es verletzt die Gefühle von Millionen gläubigen Menschen. Deswegen verurteile ich dieses Video mit allem Nachdruck. Aber es ist keine Rechtfertigung für diese Gewalt. Diese Gewalt muss enden. Vier Amerikaner im Dienst der USA ins Ausland geschickt, kehren heute nur mehr in Särgen aus Libyen zurück. Auch sie Opfer der jüngsten Protestwelle. US-Präsident Obama will unter dem Eindruck des Wahlkampfes eine Diskussion über Führungsschwäche vermeiden. Wir werden die Mörder einer gerechten Strafe zuführen. Wir werden uns gegen die Gewalt gegen unsere Botschaften wehren. Und wir werden unser Personal im Ausland schützen. Worte der Vernunft, Aufrufe zum Ende der Gewalt, auch das hat es gegeben heute in der muslimischen Welt. Aber gehört wurden sie nicht. Am Abend erreichen uns diese Bilder aus Tunis. Sturm auf das Gelände von US-Botschaft und einer amerikanischen Schule. Der Geist ist aus der Flasche und niemand weiß, wie er eingefangen werden kann.